Guten Tag, hat er gesagt. So, ich habe eine Neuigkeit, also eine Neuerung hier drin. Da bin ich mal gespannt, ob das auch richtig funktioniert. Und zwar, wenn ich jetzt eigentlich was bestelle, landet das nicht mehr hier draußen, sondern wir haben jetzt Lieferanten so Art, die das direkt in die Dings packen. Aber ich bin mal gespannt. Gehen wir mal durch. Wenn ich das jetzt hier einfach kaufe, bin ich mal gespannt. Steht das? Doch, das steht da noch draußen. Ja, doch. Nein, das ist hier. Ja, siehst du, schon alt. Naja, fast alt drin. Hä? Was trägst denn du da? Oh, unsichtbare Boxen. Oh. Ist ja nicht so gut, ne? Dann muss ich mir mal überlegen, ob ich den noch weiter nehme, den Mod. Also cool ist es ja, dass das ja so Art funktioniert, ne? Aber nicht so ganz anscheinend. So, ich wollte, glaube ich, noch die Preise anpassen. Dann gucken wir mal durch, was hier jetzt ist. Puderzucker ist teurer geworden. Und sonst so. Nur Puderzucker. Nur Puderzucker. Okay. Cool. Dann machen wir den mal auf, den Bums. Und dann werden wir Puderzucker ein bisschen. Achso. Ja, dann ist ja jetzt nicht so wirklich viel schlimm. So, ich hatte Regale neu gekauft, weil wir hier ja ein bisschen erweitern wollten. Beziehungsweise hier wollte ich noch ein anderes ranklatschen. Wieso davor? Ist natürlich das hier ein bisschen im Weg. Normalerweise würde ich es ja mit hier nach hinten klatschen, ne? Aber ich glaube, da kommt dann keiner mehr ran, oder? Ich weiß nicht, ob die da rankommen. Ich hoffe ja schon. So. Und dann haben wir, ich glaube, hier habe ich noch ein Regal. Ich weiß nicht, ob wir denn hier nach vorne das noch so packen können. Doch, das passt. Wird zwar eng, aber passt ganz gut, ne? So, sonst so. Das hier rein. Ich bin mal gespannt, weil die tragen jetzt so ein bisschen unsichtbare durch die Gegend. Gucken, vielleicht wird das ja ein bisschen anders hier noch. Aber ist ja noch nicht. Frage ist ja, wir haben jetzt hier von den Sachen her genug Platz, um noch ein bisschen aufzubauen. Das hieße ja nach Adam Riese, welche Lizenz könnten wir denn da nehmen? Weil die anderen sind ja hier Käse und sowas, ne? Kaffee, Wasserflaschen, Eier. Das ist ja alles für den Kühlschrank. Dafür haben wir jetzt nicht so den Platz. Dann ist hier Ronpoint, Moussoussaka, Lachs, Jakobsmuschelgraton, Steak. Das ist auch alles Tiefkühler. Dann Krabbensteak, scharfe Soße, Schokoladeneis, alles Tiefkühler. Dann Bier. Bier, 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 Hummus. Ja, das klingt jetzt nicht nach Bier, brauchen wir 3.500. Dann hätten wir ja auch noch Chips, Mehl, Kartoffelpüree, Pfeffer, Reis, Sandwichbrot und Puderzucker. Also noch einen neuen Puderzucker. Also 3.500 brauchen wir auf jeden Fall. Und Level 30. Das ist ja auch noch so ein bisschen. Wir sind ja jetzt erst bei 24. Das heißt, da gibt es noch gar nicht so viel, was wir machen können. Wir können den größer machen. Und wir könnten hier auch noch zweimal den upgraden. Also vom Geld her, glaube ich, hier vom Level scheint er ganz gut angekommen zu sein. Also er scheint mal gut, wirklich gut dabei zu sein. Dazu sagen, okay. Wir haben da mehr als genug, so ungefähr. Ja, Schokolade werde ich heute mal nicht bestellen, ne? Könnte ein bisschen viel sein sonst. Den können wir noch bestellen. Oh, der ist ja eh leer. Wo ist denn der denn hingekommen? Bin mal gespannt jetzt hier. Ich sage hier, wo dann wieder nur die Hälfte macht oder sowas. Oder diesmal ist dann volle Kanne. Was, so ein paar weiß er jetzt nicht, ne? Den werde ich mal selber hier nehmen und einlagern.
Der gute Mozzarella, sonst geht er uns verloren. Ich weiß nicht, was Saft da zu tun hat, aber ich werde alles ein wenig denn immer schon so sortieren, dass es Sinn macht. Hoffe ich zumindest. Ja, irgendwas ist hier unsichtbar. Ja, ich glaube, den Mod werde ich nochmal umtauschen. Und gibt ja noch Mod mit hier Lager, da kannst du dann mit Taste L, glaube ich, das alles einlagern, ohne dass das automatisch weg ist. Das ist wahrscheinlich dann auch eine bessere Option, das dann so zu managen. Schauen wir mal, ob das denn die bessere Alternative ist. Und so läuft der Bums hier gerade. Alles gut aufgefüllt hier. Und noch mal ordentlich was ausgegeben. Na, gefühlt immer zwei, drei Sachen kann er gar nicht irgendwie verwenden. Das liegt aber komisch da. Ja, Hauptsache ihr kommt klar und wisst, wo drinnen das liegt oder so. Ich wollte noch ein paar Schulden zahlen. Dann haben wir das ja den Tag denn aus. So weit weg. Ne, hier ist vollkommen verkehrt. Warum gehe ich da immer rein? Hier, bevor es nämlich teuer wird, den hier wegzahlen. Und die Miete. Da haben wir ja unsere Bankzahlungen noch zu machen. Da haben wir jetzt zum Glück nicht mehr so viel. Auch den hier. Ja, da haben wir noch richtig viel, ne? Restliche Zahlungen 21, Schulden insgesamt 4000. Tja, ich weiß ja. Also das ist schon immer so ein Ding, ne? Schade, dass sie keine Innenraumbeleuchtung haben. Hier, Mozzarella wieder. Achso, jetzt habe ich es ja dreimal gekauft. Fällt mir gerade so ein. Ja, bevor es nämlich jetzt hier abends ist, würde ich das einfach schon mal kaufen. Liegt der drinnen oder draußen? Draußen, okay. Auf die Schnelle selber machen. Gut. Na, dann können die ja nochmal schön Geld ausgeben. Schön immer viel Geld mitnehmen. Alles hier, wir haben schöne Angebote. Wir haben hier, das schmeckt ja lecker. Warum sind hier Schokis? Drin, muss ich jetzt nicht verstehen. Also irgendwie ist das relativ komisch hier gerade. Keine Ahnung. Aber sieht zumindest gut aus, ne? Wenn der da so. Das sind dann eben sehr harte und sehr, sehr knusprige Eisflakes. Weiß ich auch nicht, wie das kommen kann. Ja, das wird natürlich auch so ein bisschen modgebunden sein. Solange es noch stabil läuft, ist das ja okay. So, zwei Leute gehen noch einkaufen. Ich hoffe, das wart jetzt hier auch. Also, was heißt, ich hoffe, das wart jetzt hier auch. Ja, wir wollen ja Umsatz machen ohne Ende, ne? Das ist klar. Aber wäre natürlich immer gut, wenn wir... Wenn wir auch zügig alle hier wegarbeiten könnten. So, Dankeschön. So, 40 Pfannenprodukte zu teuer, nicht gefundene Produkte. Mhm. Sonst haben wir Einkommen, Bestellkosten und so weiter und so fort. Wir haben ja die ganze Erweiterung noch, ne, die wir gemacht haben. Rechnungen da drinnen.
Ah, schon alles okay. Ihrer Bio-Eier. Punkt 50. Das ist okay. Mach schon mal auf. Ich gehe hier schon mal durch, so als Chef. Auch so wie immer Toilettenpapier heute zweimal. Eigentlich auch ganz gut. Reis könnten wir mal wieder. So, Schokolade haben wir eh. Und Hülle und Fülle. Kaffee auch gerne. Puderzucker. Mit diesem Scanner ist das echt eine coole Sache, muss ich sagen. Macht schon echt viel Sinn, ne? Hier sieht es auch schon mal richtig schön gefüllt auf, aufgeräumt auf. War letztens nämlich einkaufen bei mir und da haben die erst um 9 Uhr angefangen, die Waren einzuräumen. Natürlich nervig, wenn du schon vorher da bist und dann willst du so was Simples haben wie Kartoffeln. Und die kriegen es einfach nicht geschissen. Naja, was soll ich hier zu meckern, ne? Ist schon noch nicht fair, was ich meine. Dann ist jetzt schon echt eine nervige Sache. Irgendwo was drinne? Was man nicht so denkt. So trockene Sachen kommen da so hin. Audi. Ja, von den Kassen passt das ja auch noch so ein bisschen. Wenn wir hinten mal anders umbauen oder breiter werden sollten, uns das leisten könnten, dann wäre es auch so. Aber ist ja immer der Faktor zwischen Kredit abbezahlen und irgendwelche Anschaffungen, die man schaffen möchte. Ne, das ist eine schmale Gratwanderung. Da muss man immer relativ viel aufpassen. Ich würde ja auch gerne einfach diese neuen Waren reinstellen, aber 3.500. Das ist eben so ein Stück, ne? Das nicht das wenigste. Oh Gott, haben wir relativ noch viel. Achso, der stand schon an, oder was? Ich glaube, Mähnchen haben wir auch noch genug. So die Sachen. Dann sieht es, glaube ich, gut aus. Ja, glaube ich schon. Erstmal schon. Natürlich schöner, wenn der halt nicht so viel kosten würde. Ich weiß nicht, was da drin liegt. Ach so. Eigentlich liegen da Pommes drin, aber irgendwie liegen da keine Pommes drin. Ja, das ist schon ein bisschen komisch. Also das. Oh, guck. So viele weggenommen da. Besser wäre es wirklich, wenn man denn mal immer so eine kleine Großbestellung macht. So, den Rest hatten wir alles. Tee ist ja auch noch. Da können wir einmal wenigstens nachbestellen. Sonst so die restlichen Sachen sehen auch sehr verlockend aus. Ja. Dann kaufen wir schon wieder was für 2, nee, 400 waren das sogar. Oha. Aber ich glaube, das wartet dann erstmal. Jetzt haben wir so ein bisschen. Oh, den kriegen wir gar nicht. Ja, hier gibt es irgendwie Fehler. Ja, vielleicht kann ich den ja beim nächsten Mal dann wieder fragen. Keine Ahnung. Also die Mod, die fliegt auf jeden Fall raus. Verloren ist er jetzt nicht. Nee, wir hoffen nur, dass ein bisschen was eingereimt wird. Ja, irgendwie hat der so Probleme. Wahrscheinlich kommt er auch nicht klar, wenn ich mehr als 10 bestelle hier. Weiß man auch nicht, wie das so miteinander denn hängt, ne? Oder wie denn so klarkommt. Nö.
Da muss ich auch erstmal gucken. Ich fand ja diesen automatischen Einpacker eigentlich relativ nützlich, weil ich mir dachte, okay, wenn du jetzt wirklich einen Großhandel hast, ne, dann ist es ja im Service, dass der LKW da ranfährt, ne, und dann selber auslädt. Und dann sind die Waren ja bei uns dann drin und dann ist es relativ toll. Dachte ich mir zumindest. Aber da habe ich alleine gedacht, da ist das denn nicht so. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, ob wir in so eine Art Kostenfalle stecken, aber wenn wir jetzt Ausgaben von 800 haben, das rechnet sich natürlich dann gleich Minus. Aber ich dachte, hier kriegen wir schon mal gute 1000 zusammen, ne? Weil du hast irgendwie ein kaputtes, sehr kaputtes T-Shirt an, irgendwie. Boah, die kommen aber auch dann auf einmal und kaufen so viel, ne? Der Hühnchen heute gar nicht, aber Pommes hier wurde gleich geräubert. So, jetzt haben wir ja nur vier. Sind die denn jetzt alle komplett weg, oder? Ja. Und die Kiste ist irgendwie auch weg. Okay. Aber vielleicht kommt er wirklich nicht klar damit, wenn wir... Oh, guck mal, der kann hintereinander packen. Habe ich noch nie gewusst. Aber sieht das jetzt so aus, als wäre Schokolade leer? Sieht so aus, ne? Also die tragen noch immer Unsichtbares. Da darfst du dann nicht mehr als 10 Sachen bestellen. Ist dann okay. Sehe ich ein. Alles gut. Aber, ja. So, Madame und Madame ich. Boah, es sind ja noch so viele hier am Einkaufen. Wir haben schon 9er. Sieht natürlich auch doof aus, wenn du hier eigentlich reinkommst, ne? Und sieht es hier alles leer, ne? Aber es sieht doch komisch aus, wenn die leere Sachen rumtragen. Das sieht auch nicht so cool aus irgendwie. Da unten wird auch. Ja, der kennt das richtig gut, ja. So viele, die hier noch irgendwas shoppen. Geht da hinten noch. Guck mal, wenigstens auf unsere vielleicht 1200 noch. Wie da jetzt mit einem Fofi bezahlt, dann ist es so. Aber ganz knappe Nummer. Das ist ja echt schon traurig irgendwie. Das ist ja wirklich eine sehr, sehr knappe Nummer. Cody. Ja, können wir den Tag erstmal wegmachen. Wie sieht's denn aus? Ja, ist zu teuer, sagen sie. So, Bestellkosten, Einkommen. Ne? Ich weiß ja gar nicht, also wir haben jetzt das an Lebensmittel eingenommen. Das ist nicht viel, ne? Das ist gar nicht viel. Rechnungen, Miete. Oha. Also einen will ich hier noch durchziehen, ne? Einen so einen Tag. Den kann er, glaube ich, automatisch da reinpacken. Also das normale Mehl und Reis erstmal, okay.
Preisangleichung machen. 6,30. Dann dieses Müsli. Stand die noch da? Nein, ich glaube nicht. Das bitte auch noch. Ja, so viel ist es ja nicht, denn 5,50 die 10 Cent. Schön. Das läuft ja. Wie ein Länderspiel. So, Toilettenpapier brauchen wir eh immer zum Nachräumen. Sieht auch nicht mehr so voll aus, ne? Mal die Grundsachen ein bisschen zusammen. Hauen. Ganz schön viele Grundsachen, die wir da gleich kaufen müssen, ne? Aber hilft halt nicht, ne? Noch mit 1000 gestartet. Der hat fast alles eingeräumt, ne? Fast alles. Achso, okay. Was ist das für ein Trick? Grafisch kommt er da irgendwie nicht hinterher. Aber da ist natürlich klar, wenn man so automatisiert alles macht, hat man wenig zu tun. Das mal oben mal sagen, dann hast du wirklich weniger zu tun. Was jetzt nicht so schlimm ist, aber. Ja, cooler, wenn ich die Leute mal mit Karton sehen würde. Als mit Bornex, ne? Und die richtig vielen Sachen kommen ja erst noch. Also die vielen Kunden. Sie haben wir denn so ab. Ja, ab Feierabendzeit so gegen 4. Dann nimmst du ihn ordentlich zu, dann sind sie hier richtig am Ballern. Aber sonst so davor, geht eigentlich. Ein Toastbrot könnt ihr gerne mal gucken, ne? Kaffee, Toastbrot, das sieht wirklich so aus, ob könnte man da ein bisschen nachlegen. Na okay, führt er gerade nach, aber. Lieber haben als müssen. Und dann lieber zu viel kaufen. Sag mal, schlecht wird es ja nicht, ne? Hat natürlich den ordentlichen Wert drin, wenn ich denn hier so gucke, bestimmt, boah, gefühlt. Keine Ahnung. Was denkt ihr, was jetzt so gefühlt in so einem Laden drin ist? Also ein Taui bestimmt an Lebensmittel, oder? Wenn das mal reicht. Sonst so kannst du ja gar nichts erkunden, ne? Oder kann ich hier im Block? Ich war hier noch nie um der Ecke. Guck mal, man kann ja hier richtig rumlatschen. Okay. Kann ich mir den Konkurrenten noch angucken? Wie erschaffen die Autos hier? Richtig kleine Stadt erschaffen, ne? Nun gibt es hier gar nichts irgendwie.
Außer mein kleinen Laden hier. Dankeschön, wird Lichter machen. Ich weiß nicht, ja, hier auch schon, ne? Jetzt hier nicht immer das gleiche klicken, nur weil die Jungs dann hier hinterherkommen, obwohl ich ja der Meinung bin, dass die hinterherkommen. Ist ja auch immer nicht zu viel bestellen. Auf jeden Fall Toilettenpapier, das kann man immer hier brauchen. Ja, jetzt müssen eigentlich nur Einnahmen kommen, weil genug rausheben, die packen alle da ein. Aber es müssen auch genug Leute noch einkaufen. Aber wenn ich jetzt wieder nur auf 1200 lande, ne, das stimmt ja irgendwas, dann haben wir einen sehr schlechten, ja, einen sehr schlechten Verkaufstag gehabt, ne? Dann wird es mal Zeit, dass hier irgendwie so ein nationaler Feiertag ist oder sowas, ne? Die Leute denn da einkaufen gehen wie die Bekloppten und bunkern. Die bunkert over. Irgendwas bunkert die. Wollen wir die mal. Da müssen wir ganz genau gucken. Ja, Joghurt, ne? Das ist klar. Zwei Joghurts, eine Butter. Was verheimlicht die uns? Zwei Joghurts und eine Butter. Was kauft die noch? Jetzt wird's interessant hier. Erdnussbutter. Zwei Joghurts, eine Butter und Erdnussbutter. Ach so. Und das soll jetzt hier keine Party werden. Ist klar, ne? Okay, was kaufst du? Wollen wir ein bisschen so verfolgen hier. Kaffee, sehr vernünftig auf jeden Fall. Also erstmal das Lebenselixier Nummer 1. Dazu Erdnussbutter. Das sehe ich vielleicht noch ein. Mit Salz. Dreimal Salz. Ach so, Salz und Spaghetti, das macht auch Sinn. Erdnussbutter und Kaffee für ein Frühstück. Öl zum Braten wahrscheinlich von Fleisch, das musst du dir wahrscheinlich von woanders holen. Dann nochmal zweimal Sprite. Ein paar Eier oder Eier mit. Ah ja. So die Eier braten, ne? War es jetzt schon oder noch irgendwas? Und noch was zum Sauber machen oder was? Ja. Und noch was zum Sauber machen, okay. Oh ja, oh, zwei teure Sachen. Sehe ich denn hier auf der Kasse? Ah ja, ich sehe ja hier genau, was los ist, ne? Ja, Bock zwar cool, aber ich mache einfach so, kontrolliere ich jetzt ihn auch noch da hinten. Guck mal, das war da eine gute Rechnung, ey. Warte mal ab, diese Maxi-Packs, ey. Oha. Oha, 138. Schade, dass man hier nicht nur so ein Training machen kann mit den Knallköppen und zum Beispiel sagt so, ey, pass mal auf hier, du hast zwei Arme, kannst auch zwei benutzen. Das wäre irgendwie cool. Aber glaube, ich würde jetzt auch nicht so machen. So, die letzte Kundin geht jetzt raus. Mehr wird hier nichts mehr passieren. Gudi, so viele Einnahmen haben wir gar nicht gemacht. Wie sieht's denn aus? Also einer fand zu teuer. Das ist immer der Arme, der kommt. Bestellkosten wieder 1200. 1000 Dings haben wir gemacht. 700 plus. Ja, aber das reicht gerade so, um die Schulden abzutragen. Ne? Mehr oder weniger. Jetzt haben wir hier Rechnung Miete. Schulden müssen wir auch noch abtragen. Oh, das wird enger. Aber da schauen wir beim nächsten Mal weiter, dass wir wirklich aus der Misere kommen und dann vielleicht weniger Kredit. Aber das beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und euch noch einen wunderschönen Abend. Bis dann.